Da ist er wieder. Moin Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren, tollen Channel. Diesmal was Besonderes. Ich habe beim Aufräumen diverse Kinokarten gefunden und habe mir halt gedacht, ich mache mal ein Video, um euch mal zu erzählen, was habe ich für Filme damals in all den ganzen Jahren meiner Sammelleidenschaft denn so im Kino geschaut. Es sind natürlich nicht alle Kinokarten halt vorhanden. Ein paar sind vielleicht verloren gegangen oder man hat sie versehentlich vielleicht weggeschmissen. Gerade aus den 90er Jahren habe ich gar keine Kinokarte, denn da habe ich nämlich auch einige Filme gesehen. Aber ich habe hier, wie gesagt, jede Menge Kinokarten hier. Und wir wollen mal gemeinsam herausfinden. Gemeinsam schauen, welche Filme ich denn damals so gesehen habe. Angefangen, glaube ich, zu sammeln die Kinokarten, glaube ich, so ab 99, 2000 umbei. Und die ganzen 90er-Jahre-Filme, die ich so gesehen habe, habe ich leider, wie gesagt, keine Kinokarte. Aber was ich gesehen habe damals war auf jeden Fall in den 90er-Jahren, kann ich definitiv sagen, Free Willy. Habe ich im Kino gesehen damals in unserem kleinen Heimatort. Da kamen dann die Filme immer etwas später, als sie dann halt ausgelaufen sind, haben dann halt das ortsübliche Kino eine Kopie bekommen. Und dann habe ich dann halt die Filme dort mit Kumpels, mit Klassenkameraden dann halt so gesehen in einer Nachmittagsvorstellung. Und Free Willy habe ich gesehen, König der Löwen zum Beispiel in den 90er, Jumanji, Titanic, dann habe ich noch gesehen Jurassic Park 2 von 98, Titanic war ja auch 98, also jedenfalls Januar 98 kam er ja hier in die Kinos. Damals dann noch, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob es Rock oder Korn Ära war. Dann auf jeden Fall die Bourne-Filme von 95, GoldenEye, Der Morgen stirbt nie beispielsweise. Der war auch, glaube ich, von 99. Stirbt an einem anderen Tag war von 2002. Da habe ich, glaube ich, irgendwo eine Kinokarte und diverse Kinokarten. Was habe ich noch gesehen in den 90ern? Ach ja, ich habe tatsächlich... Oh mein Gott. Ich habe tatsächlich in einer Kinovorstellung drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es vor oder nach dem Fall der Mauer gewesen ist. Was ich aber auf jeden Fall nach dem Fall der Mauer gesehen habe im Kino ist Das Schöne und das Biest. Ein herrlicher, schöner Zeichentrick, Disney-Film. Das muss, glaube ich, 90 oder 91 gewesen sein. Als in Rostock damals das Kino neu gebaut oder neu offiziell eröffnet hat. Ja, Wahnsinn. Ja, wie immer am Start kein Bier, aber Kaffee hier aus dieser wunderbaren, tollen M&M's-Tasse. Da wollen wir uns doch mal den Kinokarten mal widmen. Natürlich dabei mein Handy, um kurz mal ein wenig zu recherchieren. Was ist? Also wie gesagt, einige Kinokarten sind, sehr, sehr viele Kinokarten sind von Sinister, UCI und diverse anderen Kinos. Einige haben tatsächlich diese klassischen Nadeldruck, das verwässert nicht. Und dann gibt es halt diese klassischen Thermodruck, was mit der Zeit dann irgendwie verblasst. Deswegen muss man die halt entsprechend halt lagern und naja. Ich zeige die jetzt nicht einzeln in die Kameras, sondern hier nochmal so als Beispiel. Underworld 2 Evolution aus April 2006. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier, Underworld Evolution. Ich habe da noch hingeschrieben, es ist 06 2006, weil die Jahreszahl 2006 ist leider nicht zu lesen. Und man kann es erkennen, die Schrift ist ein wenig verblasst. Ja, man kann es aber trotzdem lesen. Also Underworld 2 habe ich damals im Kino gesehen. Richtig geile, coole Filmreihe. Also ich will jetzt nicht von jedem Film jetzt irgendwas erzählen, sondern ich gehe jetzt einfach so durch. Syriana von
März 2006. Dann haben wir hier der Da Vinci Code, Juni 2006. Dann haben wir hier Fluch der Karibik Teil 2, August 2006. Dann haben wir Super Mario Bros. Im Mai 2023. Also das ist tatsächlich, das ist halt eine neuere Kinokarte hier. Der war mega erfolgreich, der Film. 1,5 Milliarden oder so eingespielt. Wahnsinn. Ne? Super Mario Bros. Hier dieser Animationsfilm im Kino gesehen. Dann haben wir hier Kapitel. Achso, S. Kapitel 2, das war im September 2019. Hier sogar zwei Kinokarten. Und was interessant ist natürlich halt auch der Preis teilweise. Ne? UCI, Kinowelt, Othmarschen Park in Hamburg. Und ihr seht es dann selber da unten. 17,90 € für einen Kinobesuch. Plus Sprit, plus Cola, plus Popcorn, plus keine Ahnung. Pinkeln gehen. Wahnsinn. XXX2, The Next Level. Das war im April 2005. Was haben wir hier noch? Das ist geil, weil das ist wirklich geil. Hier habe ich eine Jahreszahl dazu geschrieben. Das war in einer Sonderaufführung damals, eine Wiederaufführung, und zwar am 27.11.2000. Matrix. Auch den tatsächlich im Kino gesehen, 99, leider verpasst. Aber dafür hat das Ticket 8 Mark gekostet. Und hier der Beweis, wie gesagt, ich erzähle euch nichts Falsches. Ne? Hier der Beweis, da Matrix, und hier unten irgendwo steht 8 Mark. 8 Mark Kinobesuch, 4 €. Wahnsinn. Wie gesagt, das war eine Wiederaufführung. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, glaube ich, heißt das hier. Hier steht nur Innefrau, ihre Schwieger. Februar 2005. Was haben wir jetzt hier noch? Hancock. Muss 2004 gewesen sein. Juli 2004. Die Chroniken von Narnia 2008. 31.07. Und ich habe meistens immer damals beim Sinister, also hier, ne, Sinister Kinokarte, habe ich meistens immer 5-Sterne-Ticket gekauft, weil das hat damals jedenfalls noch 5 € gekostet, und dann wurde es teurer auf 30 €. Dann hat dann immer ein Kinobesuch, auch an einem Wochenende, ist dann halt ein bisschen günstiger, dann 6 € gekostet plus entsprechenden Sachen. The Amityville Horror, Mai 2005, das Remake. Was haben wir hier? Constantine, Februar 2005. Sahara, Juni 2005, ja, das passt ja, mitten im Sommer, Sahara gesehen. Den fand ich ganz cool, den Film, Sahara. War ganz, ganz witzig. Dann Be Cool aus April 2005. Dann Iron Man 2008 muss das, glaube ich, gewesen sein. Und hier schon 8,70 €, Mai 2008. Dann Doom, der Film, im Kino gesehen, geil. Das muss 2005 gewesen sein. 8,20 €. Ich kann ja mal ab und zu mal die Preise mal erzählen. Dann hier The Dark Knight 2008, 9,20 €. Ja, es muss 2008 gewesen sein. Dann Van Helsing, Mai 2004, 5,40 €. Also das war noch dieses 5-Sterne-Ticket, glaube ich sogar. Ja, 5-Sterne-Ticket. Dann haben wir hier Fantastic Four. Gott, Fantastic Four, wann war das? 2005, glaube ich. Dann haben wir hier noch was im Gummi. Und hier zwei. Ah, jetzt, das sind richtige Kinokarten hier. Ocean's 11, hier, das meine ich halt, ne? Hier ist richtig so mit dem Nadeldrucker reingeballert hier.
Ocean's 11 im Kino gesehen. Januar 2002. Alter Schwede. Fast 22 Jahre her. Unglaublich. Dann haben wir hier, mal gucken. Dann haben wir Herr der Ringe Teil 2, die zwei Türme. Dezember 2002, 5,40 €. Dann haben wir Bond 20, stirbt an einem anderen Tag. Dezember 2002. Dann Minority Report. Oktober 2002 und hat gekostet 5,40 €. Dann haben wir hier Black Hawk Down. Oktober 2002. Das sind sehr viele im Oktober gesehen, ne? Und wegen habe ich dann noch hier 31.10. Minority Report und dann davor Black Hawk Down. Auch eigentlich ein recht cooler Film gewesen. Sehr, sehr, sehr geile Action-Szenen. Oktober 2002. Dann haben wir Signs im September 2002. 7,10 €. Dann haben wir hier XXX, Triple X im Jahre 2002. Im Oktober 2002. Dann haben wir Arrak Attack, Angriff der achtbeinigen Monster im August 2002. Der Anschlag, August 2002. Dann Juli 2002, Men in Black 2. Wir waren Helden, Juli 2002. Mord nach Plan, Juni 2002. 3 €. Quatsch. 3 €. Kann man das lesen? Da steht's. Drei Euro. Ich weiß, oder heißt es 3,10 €? Da ist nichts. Das muss ja irgendwie, vielleicht muss das, vielleicht war das mit irgendwie was mit irgendwas verrechnet, keine Ahnung. Ist auch egal. Hey, 3 € einen Film geguckt. Spider-Man, Juni 2002. Dann haben wir hier Star Wars Episode 2 im Mai 2002. Das war kurz nach dem Release quasi, ne? Ich glaube, Mai kam der Film ja damals in die Kinos. Dann Blade 2 im Mai 2002. Dann Jay und Silent Bob schlagen zurück. April 2002. Dann Panic Room. Im April 2002. Dann Scooby-Doo. Boah, den habe ich im Kino gesehen. Scooby-Doo. Scooby-Doo im August 2002. Nicht schlecht. Star Wars Episode 1. Nee, das stimmt ja gar nicht. Warte mal, das muss ja Episode. Warte mal. Also ich habe den Film tatsächlich zweimal gesehen. Einmal am 16.05.2002, Star Wars Episode 2. Und dann, also für 5,90 € Normalpreis. Und dann nochmal am 20.05., ja wahrscheinlich dann zusammen mit Kumpels oder irgendwie so. Dann am 20.05.2002 dann nochmal für 7,60 €. Interessant. Wusste ich gar nicht mehr. Dann Showtime, April 2002. The Others, im Januar 2002. Dann Rush Hour 2, im Februar 2002. Dann Collateral Damage mit Arnie, im März 2002. Das war so die Zeit, wo ich dann noch in der Lehre war. Sogar. Knallharte Jungs. Knallharte Jungs habe ich im Kino gesehen. Im März 2002. Interessant. Spy Game. Das war ein richtig geiler Film mit Robert Redford und na, Brad Pitt. Im März 2002. Genau. Dann haben wir hier, das geht weiter. Superman Returns. August 2006. Dann Miami Vice im September 2006. Der hat schon mal 6 € gekostet. School of Rock. Im Februar 2004. Dann Sky Captain and the World of Tomorrow, glaube ich, heißt er. Im
Na, wo steht's hier? Da im November 2004. Dann Scary Movie 3 im Februar 2004. Dann haben wir hier Borat. Nicht schlecht, Borat. Auch im November 2006. Dann haben wir hier 2000, Underworld Awakening 3D für 10,80 €. Wann kam der Film in die... 2014? War das 2014? Underworld Awakening? Oder 2000... Oder 2012? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls Underworld Awakening. Dann haben wir hier 3D Pirates of the Caribbean, Mai 2011. Das muss der vierte, glaube ich, gewesen sein, ne? Oder fünf, naja, ist egal. Die Insel, August 2005. Dann geht es weiter. Was haben wir denn hier? Das ist nix. Dann 15 Minuten Ruhm, April 2001. Für 13,50 €. Da war ja noch D-Mark-Zeit damals. Mord nach Plan. Achso, das war die zweite Kinokarte. Mord nach Plan. Drei Kinokarten. Dann haben wir hier Bridget Jones. August. Bridget Jones. Keine Ahnung, war das 2005? Dann haben wir hier Final Fantasy 2001 im August. Für 10 Mark. Glatte 10 D-Mark. Krasser Scheiß. Dann IA, künstliche Intelligenz, im September 2001. Oh, am 25.09., also kurz nach dem 11.09.2001, im Kino gewesen. Dann Herr der Ringe, der erste Teil von Dezember 2001 für glatte 10 Mark. The Art of War, das war, glaube ich, mit Wesley Snipes, ne? Im November 2000. 15 Mark! Tatsächlich, 15 Mark. Warte mal hier. Da und dann. Da in der Mitte. 15 Mark. Krasser Scheiß. Ja, auch Kinobesuche waren damals auch nicht gerade günstig, ne? Dann haben wir hier Tropic Thunder. September. Wann kam der raus? 2008, glaube ich, muss das gewesen sein. Dann haben wir hier einmal nochmal, was ist das? S. 13,70 € im September 2017. Das war, glaube ich, der erste Teil vom Remake. Wanted. Wanted. September 2008 oder 9. Akte X, Jenseits der Wahrheit. Juli. Das muss auch 2008, glaube ich, gewesen sein. Dann Indiana Jones 4. Mai. Indiana Jones 4, wann kam der raus? 2008, 9? Nee, 8, glaube ich, ne? Dann haben wir hier einmal Inception, August 2010, für 10 €. Was haben wir hier? 13 Days, April 2001, 16,50 €. Was haben wir hier? Fast and the Furious, der erste Teil im Oktober 2001 für 10 Mark. Wer hätte das gedacht, dass es jetzt schon 12 Teile, also inklusive diesen Ableger Hobbs und Shaw, nee, war mal schon da gar nicht. Sind sie 10 Teile? Doch, nee, 11. 11 Teile. Also ein 12. wird wahrscheinlich demnächst produziert. Krasser Scheiß. Fast and the Furious. Oktober 2001 für 10 Mark. Dann Scary Movie 2 im November 2001. Dann haben wir hier, was ist das? Fast and Furious 4, April 2009. Dann Illuminati, Mai 2009. Dann 2012, November 2009. 2012, ich fand. Das war ein grundsolider Katastrophenfilm. Na, typisch Emmerich halt, ne? So, was haben wir hier? Elizabeth, das goldene Königreich. Das muss 2007 gewesen sein, im Dezember. Oh, am 21.12., kurz vor Weihnachten.
Dann haben wir Star Trek 11, Mai 2009. Dann haben wir hier Knowing mit Nicolas Cage, glaube ich, war das, ne? April 2009. Dann X-Men, Wolverine, Mai 2009. Das war sogar im Cineplex Elmshorn sogar. Dann haben wir hier Vicky und die starken Männer. Ja, geil. Im Oktober 2009 für 8,50 €. Dann Terminator Erlösung 2009 im Juni. Dann haben wir hier 2D Night Rises. Ach so, das war, glaube ich, der dritte Batman-Film von Christopher Nolan, ne? Im Juli 2012. Dann The Ring. Also das, ja, Remake ist es eigentlich nicht. Ist eher eine Fortsetzung. Oder ein Prequel, glaube ich. Das war 2011 im November. Dann Bastards, also Inglourious Basterds. Hätten sie auch hinschreiben können. So viel Platz wäre noch gewesen. Im August 2009. Dann haben wir hier Fast and Furious 5 im Mai 2011. Dann haben wir Silent Hill. Der war geil. Der richtig schön düstere, atmosphärische Horror. Mai 2006, glaube ich, muss das gewesen sein. Dann haben wir hier einmal Underworld 3, Februar 2009. Dann haben wir hier. Oh, das kann man fast gar nicht lesen. International, März 2009. International. Verschwörungsthriller. Transformers, ja geil, August 2007. Neues vom Wixxer, März. Muss auch 2007 gewesen sein. Pirates of the Caribbean, Juni 2006, nee, 2007. Das müsste dann der dritte, glaube ich, gewesen sein. 300, April 2007. Dann haben wir Harry Potter und der Orden des Phönix, glaube ich, hieß er, ne? Im Juli 2007, dann I Am Legend im Januar 2007, Déjà-vu, Dezember 2006. Und dann haben wir hier das Vermächtnis des geheimen Buches, glaube ich, war das, weil das passt nicht richtig rauf, weil die ist ja klar, das ist eine kleine Kinokarte hier. Im Januar 2009 oder 8? Ich glaube, das war 9. Dann haben wir hier Hellboy. September 2004. Was haben wir denn noch so Schönes? Boah. Watchmen, März 2009. Dann haben wir hier das hier IMAX Cinecittà in Nürnberg oder Cinecittà in Nürnberg. Das ist übrigens ein geiles Kino. Das ist komplett unterirdisch. Da haben wir hier Alaska gesehen. Im IMAX-Format, das ist so eine Dokumentation, und dann Paycheck im Januar 2004, genau, da war ich bei zu Besuch bei Familie. Januar 2004, genau, auch schon wieder fast 20 Jahre her. Ne? Also hier quasi IMAX, da oben steht das Cinecittà und da unten, also man sieht so ganz leicht verblasst, es ist halt schon, ne? Aber naja, man kann es so gerade so noch lesen. So, dann geht's weiter. X-Men 3, der letzte Widerstand, im Mai 2006. Dann haben wir hier Passwort Swordfish für genau 10 Mark. November 2001. Kann man sich gar nicht daran erinnern, wie die Geldscheine aussahen. Ghost Rider 2, das muss 2007. Gut, wann kam Ghost Rider 2 raus? Sogar in 3D. 11,80 € im Februar 2000. Nee, hier, 2011. Ja, wie auch immer. Dann haben wir hier Vier Brüder 2005 im November für 5 Euro. 5-Sterne-Ticket macht es möglich. Dann Krieg der Welten, Juli 2005. Dann haben wir hier einmal
Alien vs. Predator Teil 2 im Dezember 2000. Vier, ne? 4 oder 5. Kurz nach Weihnachten sogar geguckt. Superbad im Oktober 2007. Dann Transporter The Mission, September 2005. Dann Pirates of the Caribbean, Juli 2007. Also das war wahrscheinlich eine Doppelkarte. Dann haben wir hier The Expendables, August 2010. Dann haben wir hier, was ist das? Hidalgo im April 2004. Dann haben wir hier Mission Impossible 2 im Juli 2000. Für, ja, das ist wirklich eine richtig geile Kinokarte, weil hier kann man auch wenigstens noch alles lesen hier. Na, für diejenigen, die hier da 11 Mark, 11 Mark 50, da oben steht's. Na. Das ist schon mal geil. Mission Impossible Teil 2, Juli 2007. Dann haben wir hier Iron Man 2, Mai 2010. Dann haben wir hier Shutter Island. 9,50 €. Dann, das war im April 2011. 10 oder 11. Matrix 3 Revolution im November 2003. Kill Bill im Oktober 2003. Fluch der Karibik. Das Fluch der Karibik. Was der erste Teil? Das war im September 2003. Ja, muss ja im September. Muss ja der erste Teil gewesen sein. Ja, ich glaube, das war der erste Teil. Für 7,60 €. Dann Bad Boys 2, Oktober 2003. Dann Identität, September 2003. Dann Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Der letzte Film mit Sean Connery übrigens. Im Oktober 2003. Dann Tränen in der Sonne im September 2003. Dann American Pie 3 im August 2003. Tomb Raider 2, August 2003. Dann Nicht auflegen, August 2003. Dann Terminator 3 im August 2003. Und Star Trek Nemesis im Januar 2003. Dann haben wir hier, das geht munter hier weiter hier. Ein Duke kommt selten allein im Oktober 2005. U571. September 2000 für 12 Mark. Star Wars Episode 1 hier. Das ist geil. 13 Mark da. Star Wars Episode 1 99 da, Leute. Da, ich zeig's euch mal. Da. Star Wars Episode 1 im August 2000, im August 99 für 13 Mark in Hamburg Uferpalast. Der Goldene Kompass, Dezember, oh Gott, 2004 muss das gewesen sein. Dann Operation Kingdom, die Oktober 2009, glaube ich, kam der Film in die Kinos. Dann haben wir hier King Kong im Dezember 2005. Dann Star Wars Episode 3, Mai 2005. Dann Hitch, der Doktor, März 2005. Dann Drei Engel für Charlie, Teil 2, für 5,40 €, Juli 2003. Dann haben wir hier Hulk, Juli 2003. Too Fast, Too Furious, Juni 2003. Bruce Allmächtig, Juni 2003. Matrix 2 Reloaded, für 7,60 € im Mai 2003. Dann The X-Men Teil 2 im Mai 2003. Dann, was haben wir hier? Das Filmmuseum in Berlin. Okay.
Dann Dreamcatcher, April 2003. Dann haben wir hier Ocean 13, Juni 2007. Der Fluch von Darkness Falls, Mai, nein, April 2003. Dann The Core, der innere Kern, April 2003. Oh, 2003 war ein geiles Kino, ja. Dann Wächter der Nacht, Oktober 2005. Dann haben wir hier Battleship. Irgendwie fand ich den Film cool. Mai 2012. Mai 2012. Dann haben wir hier Die Insel, da hatten wir schon. Königreich der Himmel, Mai 2005. Dann, was haben wir hier? In 80 Tagen um die Welt, Januar 2005. Dann Transporter, The Mission, also da hatten wir auch schon. Ring. Das Remake, glaube ich, ne? The Ring? Mit der Videokassette, glaube ich. Februar 2003. Dann The Gangs of New York, Februar 2003. Dann Final Destination 2, März 2003. Daredevil, März 2003. Dann Blade Trinity, Januar 2005. Dann Trouble ohne Paddel, Januar 2005. Aviator, Januar 2005. New York Taxi, Januar 2005. Meine Fresse. Da ist District 9, Oktober 2009. Muss ich jetzt mal gucken auf dem Akku. Jo. Muss mich mal ein bisschen beeilen jetzt hier. Traffic, Mai 2001. Transformers, die Rache, Juni 2009. Dann, was haben wir hier? Herr der Ringe Teil 3, Dezember 2003, natürlich pünktlich zu Weihnachten geguckt. Jurassic Park 3, August 2001. Evolution, Juli 2001. American Pie 2, September 2001. Dann Pearl Harbor, kurz vor dem 11. September, im Juni 2001 geguckt, für 17,50 Mark. Boah. Dann Tomb Raider im Juni 2006. Dann Die Mumie kehrt zurück, Mai 2001. Schuh des Manitou, August 2001. Dann jetzt gibt es jetzt neu quasi so einen Kassenzettel und ihr seht selber da Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem geguckt im August 2023 in meinem Urlaub. So, was haben wir hier noch? Achso, weitere Kassenzettel. Ist ein bisschen sehr lame halt, ne? Naja, was soll's. So, dann haben wir hier Oppenheimer und Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Auch beide im Juli 2023 im Urlaub quasi gesehen. Genau. Dann geht's weiter mit Planet der Affen, August 2001. Dann Mission Impossible Teil 3 im Mai 2006. Dann haben wir hier Instinct Juli. '99 oder 2000 muss es gewesen sein. Hier steht leider nicht. Also 12 Mark. Auf jeden Fall war es vor 2002. Dann haben wir hier Troja. Mai 2004. Dann haben wir Helden der Nacht. Februar 2008 oder 9. Dann haben wir John Rambo, Februar 2008, muss es gewesen sein. Dann haben wir The Hills Have Eyes, das Remake, April 2006. Dann Lord of War, Händler des Todes mit Nicolas Cage, den fand ich auch ganz gut. März 2006. Dann haben wir hier Alexander, Dezember 2004. Dann haben wir Der Wichser, Mai 2004. Wo bin ich? Genau. Wir machen gleich mal einen Cut, glaube ich, wegen dem Akku jetzt hier. Schauen. Casino Royale im Dezember 2006. Dann haben wir hier Die purpurnen Flüsse Teil 2 2004. Bill, Kill Bill Volume 2 2004. Dann Kleinen Rupin Forever 2004. Dann Traumschiff Surprise 2004, Terminal 2004, Voll auf die Nüsse 2004, The Village 2004, I, Robot 2004, Spider-Man 2 2004,
King Arthur 04, Catwoman 04, Alien vs. Predator 04, was haben wir hier? Der Untergang 04. Dann geht's weiter. The Day After Tomorrow 2004. Starsky & Hutch 2004. Vermächtnis der Tempelritter 2004. Texas Chainsaw Massacre 2004. Remake. Dann haben wir hier Red Planet März 2001. Mann unter Feuer 2004. Dann haben wir hier Timeline 2004. Last Samurai 2004. Wow. Spider-Man 3 2007. Dann haben wir hier zwar Riddick, Chroniken eines Kriegers 2004, Collateral 2004 und Ocean's 12 2004. Die Mumie, Teil 3, glaube ich, ist das hier. 2008 oder 2009, glaube ich, war das. Dann Hannibal 2001. Dann, so, weiter geht's im Text. Da hatten wir im März 2001 Duell Enemy at the Gates für 9 Euro. Dann Jumper März 2006 oder 2007, glaube ich, war das. Welcome to the Jungle 2004 im März. Dann haben wir hier nochmal Herr der Ringe 2002 im Januar 2002, genau, den habe ich zweimal gesehen. Hostage mit Bruce Willis 2005, das ist im März gewesen. Dann haben wir Public Enemies im August 2009. Dann geht es weiter mit Königreich der Himmel, den hatten wir auch schon. Die Insel hatten wir auch schon. Im Netz der Spinne. Juli 2001 und dann 15 Minuten rum hatten wir auch schon. Was haben wir hier? Mr. und Mrs. Smith. Juli 2005. Dann haben wir hier das Bourne Ultimatum. September 2009, glaube ich, war das. Dann haben wir hier Batman Begins. Juni 2005. SWAT, die Spezialeinheit, Dezember, ich glaube 2003, 2004 muss es gewesen sein. Cast Away, Januar 2001. Vertical Limit, Februar 2001. Und dann die Insel, die hatten wir aber auch schon mal. Das war es erstmal soweit von den ganzen Filme, die ich so im Kino gesehen habe, beziehungsweise wo ich die Kinokarte habe. Natürlich gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Film, den ich gesehen habe, wo ich mich nicht dran erinnere, aber ich habe keine Kinokarte mehr. Auch wie gesagt, in den 90er Jahren, die ich ja vorhin aufgezählt habe, waren nur ein ganz kleiner Teil von den Filmen, die ich halt im Kino gesehen habe. Die meisten kann ich mich vielleicht gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass ich die im Kino gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, war es eigentlich mal ganz geil, die Sachen mal hier aufzuzählen, um euch mal zu zeigen, welche Filme ich denn tatsächlich im Kino gesehen habe und welche nicht. Also man merkt schon, ich war in den letzten 20 Jahren, also so ab 2002, 2003, sehr, sehr, sehr oft im Kino gewesen. Also quasi so im Schnitt, kann man fast sagen, einmal pro Woche war ich dann halt mit Kumpels im Kino. Und natürlich auch jede Menge Geld gelassen, wenn man überlegt, ne, die ganzen Fahrtkosten dahin musst du natürlich dazu rechnen, Eintrittspreis, Cola, Popcorn und ein bisschen Süßigkeiten dazu und die Rückfahrt natürlich ganz klar, das geht schon ins Geld, da sind dann hunderte von Euro draufgegangen wahrscheinlich, also Wahnsinn, was man da so ausgibt. Nicht zu verwechseln, beziehungsweise nicht zu vergessen, besser gesagt, die Kosten der Sammlung da oben drauf, ja. Das war es erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Liken und Kommentieren nicht vergessen. Es waren jede Menge Filme. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Filme es waren. Wer mitgezählt hat, wird mich interessieren. Ich kann das selber mal gerne mal durchzählen. Und dann, ja, wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Ich sage ciao, ciao. Bis dann.